So, wir haben hier den Dirk. Hallöchen, was ist deine genaue Aufgabe? Du bist ja mit Anno 1800 beschäftigt. So sieht's aus. Was, ja. Was tust du? Ich bin Kreativdirektor. Was heißt das genau? Was heißt das? Ja, ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht, da tiefer einzusteigen. Okay, cool. In einem Satz von mir ist ganz gut. In einem Satz ja, die kreative Vision des Spiels sicherstellen, dass die von Anfang bis Ende auch durchgezogen wird. Also deine Aufgabe war es zum Beispiel zu sagen, okay, wir gehen aus der Zukunft zurück ins Jahr 1800 zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Okay, aber deine Aufgabe wäre es zum Beispiel nicht dafür zu sagen, dass das Schiff so aussieht, wie es ist, sondern du würdest es nachher nur abnehmen. Also und sagen, das ist okay. So ähnlich, genau. Okay, damit habt ihr damit schon mal eine grobe Vorstellung, sehr gut erklärt hier, wie das so ungefähr funktioniert von den Aufteilungen. Damit ihr wisst halt, wir holen auch nur die wichtigsten Persönlichkeiten hier direkt vor die Kamera, ja? So, ihr seid wieder, wie gesagt, zurück vom 22. Jahrhundert, ne, ist es? Ja, 23. Jahrhundert? Ja, 23. Jahrhundert, genau. 2205. 2205 halt, genau, das ist doch 23. Jahrhundert dann. Genau, zurück ins Jahr 1800, warum? Einfach, weil wir das Gefühl hatten, nachdem wir jetzt zweimal in der Zukunft waren, dass wenn wir das ein drittes Mal machen, wir ein bisschen zu sehr auf ein Sci-Fi-Game auch festgelegt geworden wären, so gut es uns auch gefallen hat und wir einfach das Gefühl hatten, das war mal wieder Zeit für ein historisches Setting. Wir wollten aber auch nicht wieder einfach nur zurück so im weitesten Sinne in den Bereich des Mittelalters, sondern auch da was Neues machen und fanden, das ist ein guter Kompromiss, der Zeitalter der Industrialisierung zwischen eben Technikbegeisterung, wie eben auch die Sci-Fi-Settings, aber eben auch so ein bisschen der menschliche Faktor, wie in den Mittelalter-Settings. Und ja, heißt 1800, da geht die Reise aber eher los und wir gehen dann wirklich so durchs ganze 19. Jahrhundert mit vom Segelschiff zum Dampfschiff, Öl und was es alles gibt, Revolutionen und so weiter. Okay, darfst du was zu einem eventuellen Multiplayer-Modus sagen? Ja, da darf ich nicht, und da möchte ich auch was sagen. Ja, tatsächlich ist es so, ja, das letzte Spiel hatte aus verschiedenen Gründen leider keinen Multiplayer. Jetzt sind wir sehr stolz und froh, sagen zu dürfen, dass dieses Spiel von Anfang an eben nicht nur Singleplayer, Sandbox und Kampagnenmodus haben wird, sondern eben auch einen klassischen Anno-Multiplayer-Modus. So wie wir den dann in 1403 hatten? Ne, 1404. Ja, diese Zahlen. Diese ja, Zahlen. Immer neun. Du musst aber immer kurz mal nachdenken. 1602, 1503, 1701, 1404, 2070, 2205 und jetzt 1800. Okay. Aber immer neun die Quersumme, das habe ich mir nur gemerkt. Richtig, genau. Vielleicht lassen wir das auch irgendwann fahren, aber der Aberglaube, der lässt uns dran festhalten. Ne, finde ich gut. Okay, aber auf jeden Fall gab es ja dann in 1404 dieses, also dass er quasi beide Leute im Koop-Multiplayer den gleichen Part steuern konnten. Habt ihr das dann so vorgestellt oder darfst du schon mehr zu sagen, wie wir Multiplayer spielen können? Nee, genau. Also, dass mehrere Leute tatsächlich sozusagen eine Person oder eine Firma oder sowas spielen. Das gab es tatsächlich bei 1404 zusätzlich im Add-on später. Das ist nicht unbedingt der klassische Modus. Der klassische Modus ist, dass praktisch mehrere Leute auf einer Karte, jeder sein eigener Spieler ist und sie praktisch entscheiden können, inwiefern sie zusammenarbeiten wollen, gegeneinander arbeiten wollen, sich ignorieren wollen, was auch immer. Man handelt halt zu seinem Vorteil und versucht natürlich, den Gegner vielleicht ein bisschen militärisch zu setzen, wahrscheinlich nicht. Und, ja. Wir bieten da viele Interaktionsmöglichkeiten an und man kann sich das Spiel auch sehr stark konfigurieren. Also wir haben uns da einiges überlegt, aber ja, Details zu diesem Multiplayer-Modus erst später. Aber wichtig ist nur, er ist wieder da, man kann sich entspannen, wie auch immer diesen Modus sehr gerne mochte. Wir wissen, das ist schon eine relevante Gruppe von Spielern, die da sehr, sehr engagiert, vor allem im Multiplayer waren. Und ja, die können beruhigt sein, der wird von Anfang an enthalten sein. Cool. Und wie gesagt, du sagst halt, 18. Jahrhundert geht die Reise dann wahrscheinlich los, dann von Segel halt zu Dampfschifffahrten, also richtig schön die Umwelt verpesten und so weiter. Macht der dann direkt Sinn? Ist Umweltverschmutzung bei euch dann dementsprechend ein Faktor im Spiel oder darfst du dazu auch noch nichts sagen? Weil das war jetzt so das Erste, wo ich gedacht habe, weil ihr hattet dann natürlich bei Anno 22, nee, bei 20, 50, bei 20, 70, ja. Bei 20, 70, mein Gott, ja, hattet ihr diese Umwelt, genau. Wie hießen die? Die Echos und die Tycoons. Ja, genau, aber bei den Echos hattet ihr ja diesen Windmühlen-Dingsbums, der die Atmosphäre sauber gemacht hat und so. Und im 18. Jahrhundert hat man da ja noch erst einen Scheiß drauf gegeben, ganz ehrlich, aber... Weißt du, im Spiel ist Umwelt ein Einfluss oder bei euch nicht? Also generell ist es so, das ganze Zeitalter der Industrialisierung und eben auch der Imperialismus, die Kolonialisierung, man hat noch ein bisschen anderes Bild von der Welt gehabt. Die moralischen Maßstäbe waren dann natürlich ganz andere als heute. Und da ist es uns ganz grundsätzlich einfach wichtig, dass der Spieler, das ist ja bei Anno, dass der Spieler relativ große Freiheiten hat innerhalb dieses großen Sandkastens, zu tun und zu lassen, was er möchte. Und das sehen wir eigentlich auch so. Das heißt, der Spieler, der kann sich da wirklich ausprobieren und kann herausfinden für sich, was ihm so gefällt und was nicht, wie friedlich er vorgehen möchte, wie aggressiv oder wie groß oder klein. Und also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das Thema Umwelt ist jetzt nicht so ein Thema wie bei 2070, das kann man schon mal sagen.
Ja, so viel zum jetzigen Zeitpunkt. Ob es in einer anderen Form eine Rolle spielen wird oder nicht, das wird man später noch erfahren. Gut, okay, natürlich darfst du noch nicht alles verraten. Genau. Kann ich natürlich dann dementsprechend verstehen. Gut, eine letzte Frage dann noch. Und zwar, wenn ich bisher alle Arno-Teile gespielt habe, ja. Mit welchem Arno-Teil würdest du das also am ehesten vergleichen, so damit der Spieler weiß, so da in die Richtung wird ungefähr die Reise gehen? Das ist insofern schwierig, da wir uns wirklich alle Anno-Teile nochmal angeschaut haben, also von 1602 bis hin zu 2205, und nächstes Jahr ist ja das 20-jährige Jubiläum der Serie und wir uns wirklich vorgenommen haben, zu dem Jubiläum, wenn das Spiel dann im Winter erscheinen wird, wo wir wirklich versuchen, so das Beste aus allen Teilen zu kombinieren. Also es wird aus jedem Teil werden Elemente, die wir da besonders gut gelungen fanden, weil jeder Teil hatte so seine Highlights, die wollen wir wirklich so zusammennehmen und in Anno 1800 zum Erstrahlen bringen. Aber wenn du mich jetzt auf einen Teil festnageln würdest, wo du sagst, da ist vielleicht am meisten von zu finden, dann ist das sicherlich mit Abstrich derjenige, der auch bei den Fans, sag ich mal, mit am beliebtesten ist, 1404. Aber wie gesagt, aus allen Teilen werden Elemente auftauchen und auch ganz viele neue Sachen. Nee, das verstehe ich auch, aber dann trotz alledem, gerade bei so einer Aussage werden, glaube ich, sicher gerade einige angefangen haben zu jubeln. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall vielmals für deine Zeit. Ja? Okay. Wir wollen gar nicht mehr so lange stören, weil ihr müsst ja fleißig weiterentwickeln. Natürlich, jede Sekunde, natürlich. Die wir euch hier klauen, ne, wird das Spiel quasi, dann fehlt irgendwo was. Nach einem Männchen oder so ist nicht Design. Um Gottes Willen, ja, dann seid ihr dran schuld, das wollt ihr ja auch nicht. Ne? Genau, das wollen wir auch nicht. Deswegen vielen, vielen Dank, Dirk, auf jeden Fall für deine Zeit. Anno 1800 werden wir auf jeden Fall weiter im Auge behalten und mal gucken, wann wir dann Ubisoft dazu überreden können, uns irgendwann reinzulassen, damit wir selber spielen können. Wir werden uns auf jeden Fall dahinter setzen und den Thomas da richtig nerven. Vielen Dank. Alles klar, gerne. Ciao.